Ja, auch von mir nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an das Leibniz-Rechenzentrum, auch im Namen von Professor Dr. Stefan Hoppe, der Leiter des Projekts. Und für mich war das einer der schönsten Aspekte, als ich 2019 in dieses Langzeitforschungsprojekt der Geisteswissenschaften gekommen bin, eben der direkte Kontakt zum Leibniz-Rechenzentrum und hier besonders zum Zentrum für virtuelle Realität und Visualisierung. Also Thomas Odaka hat mich damals ganz früh schon angesprochen. Jetzt arbeiten wir ganz eng mit Lisi Meyer, die hier auch sitzt, zusammen. Und was machen wir in diesem Projekt, in der Kunstgeschichte? Wir beschäftigen uns mit barocken Innenräumen, zum Beispiel mit dem Kaisersaal der Bamberger Residenz, der 1707 bis 9 von Melchior Steidl ausgemalt sind. Sie müssen sich vorstellen, ein Raum, der an den Wänden und an der Decke komplett ausgemalt ist, illusionistisch, also auch dann sozusagen vorgibt, dass er größer ist, als er eigentlich ist. Und da haben sie eine Kaiserfolge und dann eine sehr komplexe göttliche Vorhersehung an der Decke, die Melchior Steidl für Lothar Franz von Schönborn in Bamberg im Kaisersaal gemalt hat. Und hier sehen Sie nochmal das dazugehörige Modell, was wir gemacht haben. Sie sehen also, dass es von den Sockeln auf bis in die Decke eine alles Malerei ist, alles illusionistische Malerei. Und an den, zwischen den Fenstern sind diese Porträts der Kaiser von Heinrich II. Bis Josef I., den Lothar Franz von Schönborn als Kurfürst von Mainz mitgewählt hat. Also es geht hier darum, dass er die mitgewählt hat, dass dieses Kurfürstenkollegium die mitgewählt hat. Und an der Decke sehen Sie die göttliche Vorhersehung. Damit wird sozusagen überwölbend nochmal klar gemacht, dass dieses Kurfürstenkollegium, was den Kaiser wählt, sozusagen immer im besten Sinne, im Sinne der göttlichen Vorhersehung hier tätig ist. Das ist natürlich alles bezogen auf den Auftraggeber. Und das ist eine von den ganz zahlreichen Räumen, die wir im Corpus der barocken Deckenmalerei erfassen, dokumentieren und erforschen. Das sind also im Zeitraum von 1550 bis 1800 auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Und in Europa ist es so, dass auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die meisten solcher barocken Innenräume entweder nachweisbar sind oder noch erhalten sind. Und dann nochmal, wenn man sozusagen Deutschland sieht, dann in Bayern die allermeisten wiederum hier da sind. Und Sie können sich vorstellen, wie man die erfasst. Es ist natürlich einerseits mit hochauflösenden digitalen Fotografien, aber die geben natürlich nur einen ganz, ganz kleinen Blick auf diese barocken Innenräume. Also wenn man von der Saalmitte senkrecht nach oben fotografiert, dann hat man eine sehr schöne plane Aufnahme der Decke. Da kann man alles entschlüsseln, jede einzelne Figur und ganz genau sagen, was da alles dargestellt hat. Aber man sieht komplett ab von der Architekturgebundenheit dieser Malerei und von der Erfahrung im dreidimensionalen Raum. Also von bestimmten Teilen des Raums sieht man natürlich ganz andere Teile dieser Ausstattung. Und deswegen ist von 2015 an, also ganz früh schon begonnen worden von Professor Dr. Stefan Hoppe in einem Pilotprojekt, dieses 3D-Modell der Bamberger Residenz zu machen. Das ist ein fotogrammetrisches Modell. Das heißt, man geht mit so einem Wägelchen mit drei Kameras drauf montiert, fährt man so am Boden entlang und tapeziert sozusagen die Wand mit Fotos, also Wand und Decke und dazwischen. Und die werden dann zusammenmontiert in einem Programm. Dann hat man sozusagen so eine Art kubistisches Modell, weil das ist alles noch nicht sozusagen auseinanderklamüstert. Sie haben sozusagen diese ganzen Fotos zusammen, haben ein 3D-Modell des Raumes, eine Art Zwilling. Das ist ja auch hier ein digitaler Zwilling. Und dann müssen Sie aber diese ganzen Übergänge alle noch ausarbeiten, dass Sie dann so ein schönes Ergebnis haben, was sehr, sehr aufwendig ist. Also wir machen einerseits solche 3D-Modelle, dann gibt es auch 3D-Modelle, die eben die sozusagen verlorene Innenräume restituieren, wie das 1804 zerstörte Lusthaus der Münchner Residenz. Das liegt ungefähr oder lag in der Staatskanzlei. Das hat man einfach 1804 weggemacht, wenn man was anderes dahin machen wollte. Und da gibt es aber Grund- und Aufrisse und dann hat man das rekonstruiert und dort kann man sozusagen Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Deckenmalerei wieder einsetzen in ein 3D-Modell, was man selber baut. Und von diesen Schwarz-Weiß-Aufnahmen gibt es sehr gute Fotos, obwohl die verschollen sind. Und zwei von diesen Leinwänden sind in dem Depot der Bayerischen Staatsgemäldesammlung in der Alten Pinakothek noch erhalten.
Und wenn man die im Depot ansieht an der Wand, dann sehen die ganz schlecht aus. Aber wenn man die in das 3D-Modell einsetzt und von der richtigen Abstand aus sich anguckt und sieht, wofür eigentlich der Maler die sich vorgestellt hat, dann werden die wieder richtig gut. Und dann sieht man natürlich, das ist eben nur für diesen einen Raum. Das heißt, es ist alles wirklich sehr stark mit der Architektur, mit dem Raum, mit diesem Ort verbunden. Und es ist natürlich auch eine große Herausforderung, diese Kunstform und diese Malereiform, also wenn Sie an Malerei denken, denken Sie eher an Tafelmalereien, Museen, die gerahmt an der Wand hängt. Das ist das, was man so gemeinhin, und zwar nicht nur in der historischen Zeit, wo wir uns beschäftigen, sondern auch bis heute. Es gibt ja heute noch Malerei, die ist auch oft gerahmt und hängt an der Wand. Und diese Malerei kann ausgestellt, gesammelt werden. Was wir machen, das sind Sachen, die weit in der Fläche sind. Also diese ganzen barocken Innenräume sind ganz weit in der Fläche, nicht unbedingt nur in den großen Zentren, in denen gibt es sie auch. Und es ist natürlich eine gewisse Herausforderung, diese Malerei überhaupt in die öffentliche Aufmerksamkeit zu bringen. Und deswegen werden alle Ergebnisse des Corpus der barocken Deckenmalerei, das eben in Trägerschaft der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ist, finanziert wird von der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, vom Bund und den Ländern Bayern und Hessen und zwei Arbeitsstellen hat, eine in Marburg, die sozusagen diese digitalen Fotokampagnen macht, aber auch die Publikationsplattform macht und eine an der LMU München, wo ich tätig bin. Und wir versuchen sozusagen eine Art virtuelles Museum zu sein für diese Kunstform und das auf der einen Seite durch Fotografien und Bearbeitung, es wird alles nur online publiziert unter www.deckenmalerei.eu, aber auch durch exemplarische 3D-Modelle, die eben diese Kunst in einer ganz anderen Form erschließbar machen und auch für uns auch uns erlauben, diese Kunst auch an ganz anderen Orten zum Beispiel zu zeigen. Also einmal haben wir es in Hangzhou bei der Eröffnung des Universitätsmuseums in China gezeigt. Das heißt, es sind auch Sachen, die sonst gar nicht möglich sind. Es gibt auch 3D-Modelle von solchen barocken Innenräumen sind, die in Privatbesitz sind, also die überhaupt nicht touristisch erschlossen sind. In Niederbayern, in Arnsdorf zum Beispiel, durften wir auch Fresken von Steidl, ein 3D-Modell machen. Da können Sie überhaupt nicht hinfahren, da wohnen die noch, die Leute, denen das gehört. Aber Sie haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, virtuell diese Räume zu betreten. Und zwar auch so, dass diese ganzen Sachen, die sozusagen zu dem Wohnen dieser Besitzer gehören, dann auch nicht stören, sondern es ist praktisch wie ein musealer Raum für sie dargestellt ist. Das schafft natürlich, also einerseits ist es eine Sicherung dieser Kunstwerke, also eine Bestandssicherung, weil die ja alle, das haben wir jetzt ja auch sehr leidvoll erfahren durch den Krieg und so weiter, dass man eigentlich froh sein kann, wenn man diese Sachen irgendwie gesichert hat. Man weiß nie, was kommt. Dann ist es so, dass man also Räume betreten kann, die normalerweise gar nicht zu betreten sind oder die vielleicht sehr abgelegen sind und wo die touristisch auch sehr schlecht zu erschließen sind. Es ist auch so, dass Leute, die vielleicht bewegungseingeschränkt sind, diese Räume auch erreichen können, die vielleicht eben nicht diese historischen Gebäude alle besuchen können, weil wegen der Treppen oder wegen der Erschließbarkeit. Meistens sind die ja Barriere. Sozusagen sind die so eingerichtet, aber nicht immer. Das ist natürlich auch sehr teuer. Und insofern gibt es eine ganze Reihe von solchen Möglichkeiten. Am Anfang haben wir noch 2015 eben Sondermittel von der Akademie bekommen, um diese 3D-Modelle zu machen. Mittlerweile können Doktoranden bei uns selber die Modelle machen. Wir arbeiten also mit Fotogrammetrie, Rekonstruktion, aber auch mit Laserscan. Und da arbeiten wir mit Professor Dr. Mona Hess vom Lehrstuhl für digitale Denkmaltechnologien an der Universität Bamberg zusammen. Und das ist dann besonders interessant, wenn es sozusagen stark plastische Elemente in diesen Ausstattungen gibt, die man mit dem Laserscan-Verfahren sehr viel besser aufnehmen kann, vermessen kann und dann eben in einem Mesh mit der Fotogrammetrie wieder zusammenbringen kann. Also wir waren da relativ früh am Start, aber ohne diese sehr glückliche Situation, dass wir sozusagen als geisteswissenschaftliches Langzeitprojekt in der Akademie sind
und das in der Akademie wer noch ist, nämlich das Leibniz-Rechenzentrum, wären wir natürlich nie so weit gekommen, weil die Wege immer ganz kurz und ganz, ganz angenehm auch waren. Ich habe ja gesagt, es ist einer der schönsten Teile meiner Tätigkeit, die Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Rechenzentrum. Und das gilt nicht nur für mich, es gilt auch für viele junge Kollegen, auch für Doktoranden, die ihre Karriere eigentlich gemacht haben, auf diesem Feld ganz genau und hier jetzt auch schon berufen wurden dieses Jahr. Also wo eigentlich ganz viel Dynamik auch drin ist in diesem Feld. Und wir sind da einfach sehr glücklich mit dieser Zusammenarbeit, die uns natürlich auch schon dadurch, dass wir eben recht früh damit angefangen haben, auch dazu geführt hat, dass in der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, da gibt es auch ein Konsortium, was für die Kunstgeschichte zuständig ist, NFDI for Culture. Und da sind wir praktisch, unsere 3D-Modelle sind da sozusagen das Testcase, um zu gucken, wie man solche Sachen langfristig erschließen, mit anderen Daten verbinden und sozusagen Langzeit archivieren kann. Aber wir haben zum Beispiel auch im Dezember ein deutsch-französisches DFG-Projekt bewilligt bekommen, also was finanziert ist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aber auch von der Agence Nationale de Recherche, also Frankreich, die Partnerorganisation. Und da arbeiten wir mit französischen Kollegen zusammen, mit dem französischen Kultusministerium, mit dem wir unsere Daten zusammenbinden. Also wir schaffen einen gemeinsamen Datenraum zwischen unseren Daten, den Daten, das sind eher patrimoniale Daten, also Kulturerfassungsdaten des französischen Kultusministeriums. Wir arbeiten zusammen ich komme gerade von einer Tagung im Centre de Recherche in Versailles und wir machen 10 exemplarische barocken Innenräume in Deutschland und Frankreich, aber auch 3 exemplarische 3D-Modelle, wo wir uns austauschen mit den Kollegen in Frankreich, was die für Erfahrungen in diesem Feld gemacht haben. Was die vor allem im Moment ganz stark beschäftigt, ist sozusagen Notre Dame und der Brand und Wiederaufbau und so. Und da sind die ganz stark mit 3D unterwegs und mit diesen über ganz Frankreich verteilten Arbeitsgruppen 3D tauschen wir uns jetzt aus und hatten sozusagen ein Kick-off-Meeting jetzt gerade. Ja, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und würde mir wünschen, dass sozusagen in diesem weiten Horizont, den Herr Kranzl-Müller hier aufspannt und sein Team, auch die Geistwissenschaften, die Kunstgeschichte immer schön mitgenommen werden, weil ich kann nur von uns persönlich sagen, dass diese Zusammenarbeit sehr, sehr fruchtbar war und dass es eben auch für die jüngeren Kollegen hier ganz viele Möglichkeiten gab, sich zu qualifizieren und sich auszubilden. Das ist natürlich auch gewinnend für uns, dieser Austausch mit technischen Disziplinen. Da bedanken wir uns natürlich, ne? Das geht runter wie Öl und ich gebe das gleich mal an die Lizzie weiter, die ist hier im Raum, eine Kollegin, die sehr stark auch von unserer Seite an dem Projekt involviert genau. ist. Ja. Also ich denke, Lizzie, da kann man sagen, auch hier würden wir sehr gerne weiter zusammenarbeiten. Sie haben uns jetzt mitgenommen, haben uns teilhaben lassen und haben sehr viel drüber gesprochen, wie man auch mit virtueller Realität Kunststücke zugänglich machen kann, die normalerweise nicht zugänglich sind. Wie sieht es denn aus für Ihre eigene Forschung? Was bringt Ihnen da Virtual Reality vielleicht auch für Vorteile? Ja, das hat enorme Vorteile. Ich habe das ja schon erwähnt, dass man eben das Erforschen der räumlichen Bezüge dieser Malerei eigentlich nur mit 3D-Modellen möglich ist. Und es war immer etwas, was natürlich, wenn man bestimmte Dokumentationsformen hat in der Kunstgeschichte, also ein bisschen Medien einsetzt, dann stellen sich auch eher bestimmte Fragen. Also mit dem flächigen Aufnahme von dem senkrecht nach oben hat man eigentlich eher Inhaltsfragen sich gestellt und sich versucht, diese Werke zu entschlüsseln. Jetzt mit diesen neuen Herangehensweisen werden eigentlich ganz viele neue Fragen überhaupt erst möglich. Man kann zum Beispiel diese Räume miteinander vergleichen auf eine ganz andere Art und Weise, so wie wenn man 2 Fotos auf dem Tisch liegen hat. Also man kann die wirklich vergleichen, auch in der Größe. Man kann auch viel tieferen Einblick haben in die Produktionsweise, die immer noch manche von diesen Räumen wurden sehr aufwendig restauriert, da weiß man dann sehr viel, wie die überhaupt gemacht wurden. Aber manches ist immer noch relativ offen. Für uns ganz Frage ist, wie haben die Maler das eigentlich gemacht, dass diese perspektivisch-illusionistische Wirkung auch eben von verschiedenen Teilen des Raumes immer aufrecht bleibt und nicht sozusagen so ein Illusionsbruch stattfindet.
diese ganzen Fragen, also das sind eigentlich auch neue Fragen, aber wir gehen natürlich, wir wollen natürlich auch unsere ganzen Daten, auch die Bilder, auch die 3D-Modelle möglichst offen lizenzieren. Das war hier schon mal Thema, also Open Access und Open Data und so weiter. Und wir würden auch, wir wollen auch, bemühen uns auch, unsere ganzen Daten so bereit zu halten, dass wenn irgendjemand anders vielleicht eine Idee dazu hat, dass wir vielleicht mit, wir haben jetzt gerade eine neu berufene Professur für KI am Department an der LMU, die Cultural Data Analytics macht, der Björn Ommer. Und da werden wir natürlich auch gern mit so jemand zusammenarbeiten. Ich weiß, dass Björn Ommer auch mit 3D-Modellen arbeitet. Also ist auch interessant, dass das eben anscheinend also das ist natürlich auch etwas, wo wir versuchen, uns anzubieten, weil wir von Anfang an digital waren. Also weil es alles digital vorliegt. Und da würden wir gern natürlich auch noch sozusagen uns anregen lassen. Aber ich glaube, für die Kunstgeschichte selbst gibt es so viele interessante Fragen, das ist wirklich beeindruckend. Ich war auch überrascht, dass die französischen Kollegen hier so sofort eingestiegen sind auf diese ganzen Thematiken. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Herr Dr. Burioni, nochmal einen Applaus bitte.